nutzen Sie bitte das Frage- und Antworten-Tool. Wir haben den Chat in diesem Fall ausgestellt. Wir bitten Sie einfach, Ihre Fragen über das Frage- und Antworten-Tool zu stellen, das Sie auch unten finden. Dann behalten wir die Fragen besser im Blick. Ja. Wir haben jetzt einige Teilnehmer. Ich beginne deswegen herzlich willkommen. Willkommen. Ich begrüße Sie alle herzlich zur Auftaktveranstaltung des strategischen Dialogs zwischen der Bundesregierung und UNDP. Herzlich willkommen, Herr Steiner, Leiter des UNDP, und herzlich willkommen, Martin Jäger, Staatssekretär im BMZ. Mein Name ist Lisa Hehmann, ich bin Generalsekretärin der DGVN und ich freue mich, Sie hier durch die folgenden 60 Minuten zu führen. Wir werden 60 Minuten Zeit haben zu einem Gespräch zwischen Achim Steiner und Martin Jäger. Wir werden aber auch jede Menge Zeit haben, so hoffen wir, für Ihre Fragen. Behalten Sie die schon mal im Kopf. Wir starten gleich zunächst mit einem Film und kommen dann zu unseren beiden Gästen heute mit mehr Details. Aber zunächst sehen Sie jetzt erstmal einen Film. Und das kann einen kleinen Moment dauern. War der Film. Nochmal ein herzlich willkommen an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Wir haben heute die Auftaktveranstaltung zum strategischen Dialog zwischen der Bundesregierung und UNDP. Der strategische Dialog dient der Bestandsaufnahme, der Abstimmung der Prioritäten zwischen der Bundesregierung und UNDP und der Erörterung der zukünftigen Zusammenarbeit. Herr Steiner, was steht 2020 an? Dankeschön, Frau Hehmann und auch der DGVN, dass Sie uns heute dieses Podium zur Verfügung stellen, und auch an Martin Jäger und alle Kollegen ein herzliches Willkommen. Ja, man kann natürlich nur über Corona sprechen, und ich glaube, das ist auch angebracht, denn in vieler Hinsicht ist das, was wir gerade erleben, ja, in vieler Hinsicht eine Art Albtraum, wenn man über Entwicklungszusammenarbeit, über Entwicklung generell spricht. Denn das, was wir im Augenblick erleben, ist ja ein Rückschlag, den wir in dieser Form noch nie erlebt haben. Es gibt im Grunde in der Menschheitsgeschichte keine Ursache, die so simultan über 190, 200 Länder hinweg eine Krise hervorgebracht hat. Und das hat natürlich auch die Entwicklungszusammenarbeit vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und unser heutiger Dialog
ist ja auch ein Versuch zu verstehen, wie kann ein Land wie Deutschland, die Bundesregierung, in der Zusammenarbeit mit multilateralen Organisationen, mit den Vereinten Nationen, hier nicht nur Reichweite, sondern auch die Multiplikatorwirkung der eigenen Mittel noch einmal erhöhen. Entwicklungszusammenarbeit steht in vieler Hinsicht an einem Scheideweg. Es ist ein Instrument, das in einer Zeit geboren wurde, als ganz andere Themen und auch Prioritäten, die Zusammenarbeit prägten. Wir sind heute in einer Welt, die in der gegenseitigen Abhängigkeit ganz anders denkt, ganz anders handeln muss. Und trotzdem haben wir immer noch Grundelemente der traditionellen Entwicklungszusammenarbeit wie Armutsbekämpfung als ein zentrales Thema. Auch die Entwicklung der öffentlichen Institutionen, das Good Governance, der Good Governance-Bereich, der in der Arbeit von UNDP eine sehr zentrale Rolle spielt, hat ja auch mit der Funktionalität von Staaten und von Regierungen sehr viel zu tun. Und gerade dies ist ein Thema, das Deutschland und UNDP inzwischen in sehr vielen Ländern gemeinsam verfolgen. Aber auch die nachhaltigen Entwicklungsziele, die Agenda 2030, dieser Pakt der Länder in aller Welt 2015, die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in diesen 17 Entwicklungszielen gemeinsam anzugehen. Ob man nun ein Entwicklungsland ist, ein Industrieland, ein reicheres Land, alle sind letztlich in diesen SDGs zu einem Verständnis gekommen, dass wir hier gemeinsames Handeln in den Vordergrund stellen müssen. Und gerade bei der Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema wie Klima ein zentrales Thema geworden. Der Klimawandel als Phänomen, aber in seiner Konsequenz für jeden Wirtschaftsbereich, für jedes Entwicklungsthema auch ein zentraler Orientierungspunkt geworden. UNDP ist heute in den Vereinten Nationen die Organisation mit den meisten Klimaprogrammen und Projekten weltweit. Und das spricht auch einen Grund an, warum ich davon ausgehe, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren zunehmend auch mit Mitteln in die Arbeit von UNDP investiert hat. Wir sind das größte Programm der Vereinten Nationen. Vor allem ist dies nicht nur wichtig im Sinne von Volumen, sondern vor allem die Präsenz vor Ort. In 170 Ländern ist UNDP ein Programm der Vereinten Nationen, ein Angebot an die Länder, sie dabei zu unterstützen, die schwierigen Entwicklungsherausforderungen anzugehen, aber vor allem auch mit einer zukunftsorientierten Entwicklungsperspektive zu handeln und zu investieren. Und da ist gerade in den letzten Jahren auch die Zusammenarbeit mit dem BMZ für uns von zentraler Bedeutung geworden. Ich erwähne nur ein Beispiel: Innovation, die Accelerator Labs Deutschland gemeinsam mit Katar war der Launch Investor, wie wir es genannt haben, für ein ungewöhnliches Programm, nämlich in 60 Ländern Accelerator Labs ins Leben zu rufen, die mit einem ganz anderen Ansatz, mit ganz anderen Fachkräften auch an diese Frage Entwicklung der Zukunft herangehen. Wir haben inzwischen dieses Programm auf 90 Länder ausgeweitet, weil es in vieler Hinsicht für uns als UNDP eine systemische Veränderung ermöglicht, aber auch für die EZ und unsere Partner in den Ländern, aber auch internationale Partner, ganz neue Möglichkeiten schafft, zum Beispiel bei Digitalisierung. Und hier schließe ich noch einmal den Kreis zu Corona. Gerade die letzten 9 oder 10 Monate haben uns noch einmal verdeutlicht, welche Bedeutung Digitalisierung für die Zukunft der Entwicklung generell und der Entwicklungszusammenarbeit haben wird. Die Cash-Transferprogramme, die Fähigkeit, eine Regierung weiterhin funktionsfähig zu halten, etwas, was UNDP in weit über 60 Ländern in den letzten Monaten sichergestellt hat. Das geht von Bereitstellung von Zoom-Licenses, digitaler Infrastruktur, aber dann auch die konzeptionelle Entwicklung von Cash-Transfer-Programmen. Hunderte von Millionen Menschen haben in den letzten Monaten finanzielle Hilfe erhalten, weil wir auf der Grundlage von digitaler Technologie die Ärmsten der Armen identifizieren und erreichen konnten. Und das war ein enorm wichtiges Element der ersten Reaktion auf diese Pandemie und vor allem auf die Lockdowns. Aber inzwischen arbeiten wir mit über 190 digitalen Ansätzen weltweit. Wir lernen jeden Tag, in wie vieler Hinsicht dies uns neue Möglichkeiten schafft, aber auch neue Herausforderungen. Aber das ist ein Beispiel nur für Innovation. Das ist technologiegeführt. Es gibt viele andere auch. Und auch hier möchte ich Deutschland noch einmal dafür danken. Es ist nicht nur inzwischen der größte Finanzier von UNDP geworden, sondern gerade auch in neuen Bereichen, die die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit prägen werden, haben wir, glaube ich, eine Partnerschaft entwickelt wie mit keinem anderen Land. Also das sind nur mal ganz kurz zusammengefasst einige Blicke in die tagtägliche Zusammenarbeit, aber auch die Schwerpunkte, die unsere Partnerschaft zurzeit prägen.
Vielen Dank, Herr Steiner. Das ist schon eine lange Liste, denke ich. Herr Jäger, mit welchen Themen und Punkten gehen Sie in die Gespräche? Was steht bei Ihnen auf dem Zettel? Ja, vielen Dank, Frau Hemann. Ich kann nahtlos an das anknüpfen, was Achim Steiner eben sagte. Wir haben jetzt heute und morgen diesen strategischen Dialog. Das ist der öffentliche Teil, aber wir werden auch noch mal sehr intensiv unter uns sprechen. Wenn Achim Steiner sagt, Deutschland ist für UNDP ein Partner wie kein anderer, dann freut mich das nicht nur. Vielen Dank, lieber Achim. Ich kann es auch sofort zurückgeben. UNDP ist unter den Partnern, mit denen wir im multilateralen System kooperieren, einer der allerwichtigsten. Und wir haben nicht nur eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit, das geht schon ein halbes Jahrhundert, 50 Jahre sind wir schon in Kooperation mit UNDP. Und wir haben über diese Jahrzehnte viele gemeinsame Erfahrungen gemacht. Was wir im Augenblick erleben, ist allerdings etwas, was völlig neu ist. Wir sind aufgrund Covid mit einer Situation konfrontiert, wie es sie so tatsächlich in unserer Arbeit noch nicht gegeben hat. Eine globale Krise. Achim Steiner sprach davon, dass es ein Albtraum sei. Ja, das ist wohl wahr. Ein Albtraum für viele Menschen in Europa, aber noch sehr viel mehr ein Albtraum für viele Menschen in sehr vielen Ländern auf der Welt und vor allem in Ländern des globalen Südens. Wir haben eine Entwicklung, die sich zum Beispiel abbildet in einem erstmaligen Rückgang des Human Development Indexes. Das gab es noch nie, das gab es noch nicht mal, also seit dieser Index erstellt wird, das gab es noch nicht mal während der großen Finanzkrise in den Jahren nach 2008. Das heißt, die Situation ist sehr ernst und sie hat nicht nur eine direkt pandemische Seite, was die öffentliche Gesundheit und die Gesundheit der Menschen angeht. In unseren Partnerländern mindestens genauso groß, in weiten Teilen, vor allem in Afrika, noch größer sind die sozioökonomischen Folgen. Da, wo der Virus vielleicht noch nicht in der Wucht angekommen ist, wie hier in Europa oder in Lateinamerika, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen waren quasi über Nacht zu spüren und die sind dramatisch. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir haben sehr früh als Bundesregierung im Frühjahr schon ein eigenes Corona-Soforthilfepaket auf den Weg gebracht. Wir haben 1 Milliarde in unserem Haushalt BMZ umgeschichtet. Wir haben für dieses und nächstes Jahr nochmal 3 Milliarden Euro zusätzliches Geld bekommen. Das ist sehr gut, das ist einmalig, aber das ist natürlich nicht genug, um mit einer solchen Krise im Weltmaßstab fertig zu werden. Und deshalb ist es tatsächlich wichtig, dass wir Multiplikatoren haben, dass wir Organisationen haben, mit denen wir diese Mittel, die wir national hier auf die Waagschale legen können, noch in ihre Wirkung hebeln können. Und in der Hinsicht ist UNDP ein sehr, sehr wichtiger Partner für uns. UNDP hat nicht nur eine wirklich einmalige Präsenz in der Fläche, sprich in fast allen Ländern der Welt Vertreter, die Situation vor Ort kennen und auf die man sich dann auch, auf deren Einschätzung man sich auch stützen kann. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit von Anfang an oder einen Austausch auch schon gesucht mit UNDP, was die Frage angeht, wie gehen wir denn perspektivisch weiter voran? Sprich, wie schaffen wir es,
aus dieser Krise nicht nur wieder herauszukommen, sondern auf eine intelligente, nachhaltige Weise herauszukommen. Da sind wir bei der ganzen Diskussion über Recover Better, Smart Recovery, Building Forward. Das ist eine Diskussion, wo ich den Eindruck habe, die führt niemand auf der Welt auf so hohem intellektuellen Niveau wie UNDP. Da ist UNDP wirklich Impulsgeber. Und natürlich, weil auch versehen mit der Umsetzungsstruktur mit den Länderbüros in einer einmaligen Situation, dann da auch nicht nur Ideengeber zu sein, sondern Dinge auch operativ voranzubringen. Achim Steiner hat eben darauf hingewiesen, dass manches auf dem Kopf steht, dass vielleicht bestimmte Dinge der traditionellen Entwicklungszusammenarbeit so nicht mehr gelten. Andere sind aber leider mit voller Wucht zurückgekehrt. Auch darauf hat er hingewiesen, da teilen wir die Analyse. Wir haben ein massives Problem bei der Bekämpfung von Hunger. Wir haben enorme Rückschritte zu verzeichnen. Wir führen da gemeinsam eine Uphill-Battle und das gilt natürlich in dem breiteren Kontext erst recht, wenn wir uns auf die Armutszahlen konzentrieren und uns anschauen, was richtet es aus. Ein anderes Stichwort, das Achim eben genannt hat, Governance. Die Frage, können Regierungen auf der Welt aus eigener Kraft auf diese Krise reagieren, ist eine sehr wichtige. Da erleben wir an manchen Stellen, dass sie sich schwer damit tun. Und eins der Themen, was uns in den nächsten 12 Monaten sehr intensiv beschäftigen wird, ist die Frage, wie werden diese Regierungen in der Lage sein, eine Impfkampagne für sich umzusetzen. Da sind wir sehr intensiv mit beschäftigt und ich sage heute schon vorher, da wird auch UNDP natürlich eine große Rolle spielen müssen. Vielleicht abschließend so zum Eingang noch mal was zum Thema Nachhaltigkeit und SDGs. Der Zusammenhang ist klar, wenn wir Wiederaufbau nach der Krise wollen, dann kann es nicht irgendein Wiederaufbau sein, sondern er soll möglichst nachhaltig sein. Das setzt aber voraus, dass wir die Ziele, die wir dann konkret erreichen wollen, klug auswählen. Und auch in der Hinsicht ist UNDP für uns ein Prime-Partner, denn UNDP steht wie keine andere Organisation der Vereinten Nationen für die Umsetzung der Agenda 2030. UNDP bündelt diese Anstrengungen und bringt sie auch in Zusammenhang. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Da werden wir in den kommenden Monaten und Jahren einen sehr engen Austausch haben. Das ist jetzt schon absehbar. Wir werden fortführen. Das hat sich schon gut eingespielt, die Zusammenarbeit in Krisengebieten. Da können wir gerne im weiteren Verlauf der Diskussion noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Stichwort Irak, Sahel. Da gibt es sehr viele Beispiele, wo wir heute schon vor Ort gemeinsam tätig sind. Und allerletzte Bemerkung, das muss ich jetzt noch kurz sagen, was mich wirklich besonders beeindruckt hat, was mir besonders Spaß gemacht hat, war und ist diese Idee der Accelerator Labs. Das war mal ein Versuch, wie es ihn in diesen oft etwas schwerfälligen, starren internationalen Strukturen und Systemen sehr selten gibt. Eigentlich habe ich sowas wie die Accelerator Labs bis zu dem Tag, als Achim Steiner mir dieses Konzept vorstellte, so noch gar nicht international gesehen. Das fand ich extrem spannend, da mal ins Risiko zu gehen, mal was Neues, nicht einfach mal was Neues zu testen, sondern nach einer klugen Analyse zu sagen, wir beschreiten jetzt Wege, wie wir das noch nicht hatten. Das hat am Anfang klang das fast ein bisschen utopisch. Wir haben uns trotzdem daran beteiligt, weil wir überzeugt waren, dass das der gute Ansatz ist. Und genau das zeigt jetzt die Praxis. Diese Labs sind da, sie funktionieren und sie geben nicht nur viele gute einzelne Lösungsvorschläge, sondern sie haben auch oder machen in einer Art und Weise deutlich, dass es heutzutage ja gar nicht mehr genügt,
irgendwo eine gute Idee zu haben und eine Lösung zu haben. Viel entscheidender ist fast, das Wissen darüber zu vernetzen und an einer einen Stelle eine Erfahrung zu machen und diese Erfahrung dann für viele andere anzupassen und nutzbar zu machen. Und das bringen die Labs. Deswegen war es nicht nur ein kleines Abenteuer, sich dran zu beteiligen, sondern es ist inzwischen auch eine sehr befriedigende Erfahrung. Und ich bin sehr neugierig, wohin uns dieses Experiment, dieses erfolgreiche Experiment am Ende noch führen wird. Und ansonsten freue ich mich jetzt einfach auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jäger. Bevor ich dann die Fragen aus dem Publikum gerne hier mit aufnehme, die jetzt gerne zahlreich in das Frage- und Antworten-Tool geschrieben werden können, vielleicht noch eine Rückfrage an Herrn Steiner. Es ist sehr deutlich geworden, welche zentrale Rolle UNDP spielt. In der aktuellen Situation, aber auch um die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit zu erfassen, zu verstehen und zu gestalten. Ein zentraler Punkt dabei ist sicherlich die Finanzierung. Nicht leichter geworden in diesem Jahr, nehme ich an, aber wo steht UNDP da? Wo stehen, was erhoffen Sie sich aus Gesprächen mit der Bundesregierung und anderen Mitgliedstaaten? Wo müssen wir da hin, um auch in Zukunft UNDP diese zentrale Rolle, die UNDP spielen zu lassen? Diese Frage kann man natürlich in verschiedener Art und Weise beantworten. Ich glaube, erst einmal möchte ich noch einmal bestätigen, was Martin Jäger gerade sagte. Ich glaube, aus Sicht UNDP ist das Engagement der Bundesregierung in UNDP in den letzten Jahren hat sich beispielhaft entwickelt. Denn Deutschland war vor 3-4 Jahren ungefähr an 7., 8. Stelle bei Core Financing ist heute die Nummer 1. Und ich glaube, das ist nicht in sich selbst unbedingt ein Beweis für qualitative Zusammenarbeit, aber wie Staatssekretär Jäger das gerade beschrieben hat, wir haben das aufgrund einer sehr klaren Agenda der gemeinsamen Arbeit und auch der gemeinsamen Analyse der Prioritäten gemacht. Und deswegen, glaube ich, ist Deutschland im Augenblick beispielhaft mit einer Reihe anderer Länder, vor allem auch die Skandinavier und auch England und die USA, interessanterweise hat der Kongress der jetzigen Administration immer wieder die Entscheidung zurückgenommen, Kürzungen bei UNDP vorzunehmen. Das heißt, wir haben einen Kreis von OECD-Ländern, die mit Core Funding das Rückgrat dieser Organisation finanzieren. Und trotzdem ist die Realität in vieler Hinsicht auch in der ganzen Gebergemeinschaft in den letzten Jahren immer mehr zu einer Art, Supermarktladen geworden. Man kauft sich sozusagen ein Element Multilateralismus mit einem Programm oder einem Projekt. Und deswegen ist die Gesamtfinanzierung dieser Organisation heute im Grunde nicht eine strategische. Fast 90% des Umsatzes in Anführungsstrichen von UNDP ist projektgebunden. Keine Organisation kann letztlich ihr Mandat strategisch und legitim und auch nachvollziehbar erfüllen, wenn sie sich zu 90% mit Einzelprojekten finanziert. Und mein Versuch in den letzten Jahren war, zum einen die Organisation wieder interessanter zu machen, so wie Martin Jäger es gerade beschrieb. Ich meine, natürlich ist Projektfinanzierung auch ein Ausdruck von, man überlegt sich, das können wir von UNDP bekommen, das bekommen wir nicht. Deswegen ist vieles von dem, was ich in den letzten 3 Jahren mit meinem Team versucht habe zu leisten, nämlich eine Organisation für die Entwicklungszusammenarbeit des 21. Jahrhunderts zu entwickeln. Und das geht nicht über Nacht und das braucht Zeit. Aber ich glaube, gerade in den letzten 12 Monaten haben wir erlebt, wie sehr eine Organisation sich weiterentwickeln kann. Das war auch der Grund, weshalb der Generalsekretär UNDP als Führungsinstitution in der UN-Familie für die ganzen sozioökonomischen Analysen und Corona-Strategien designiert hat. Wir haben innerhalb weniger Wochen mit unseren Partnern fast 57 Millionen Dollar umprogrammieren können und durch zusätzliche Mittel, wie zum Beispiel der Nachtragshaushalt der Bundesregierung, uns ermöglicht, in einer viel strategischen Art und Weise zu arbeiten. Ich hoffe, dass einiges von diesem auch für die Zukunft erhalten bleibt. Aber natürlich, Entwicklungsfinanzierung ist ein schwieriges Thema im Augenblick. In unseren eigenen Ländern haben Menschen ihre eigenen Sorgen und Prioritäten. Wenn wir Entwicklungszusammenarbeit nur über Projekte und Krisen
begründen, dann ist das nicht unbedingt das tragendste Argument. Und deswegen immer wieder mein Appell auch zu verdeutlichen, dass Entwicklungszusammenarbeit in unserem Zeitalter letztlich die Voraussetzung dafür ist, dass es uns selber gut gehen kann in der Zukunft und dass wir mit unserer Zusammenarbeit nicht nur irgendwelche Almosen vergeben, sondern wir investieren in die Handlungsfähigkeit zum Beispiel der Entwicklungsländer, die gemeinsame internationale Klimapolitik umzusetzen. UNDP, erwähnte ich schon, hat ein sehr großes Portfolio in über 150 Ländern. Wir unterstützen Länder dabei, ihre nationalen Klimastrategien zu entwickeln, sie gerade zu überarbeiten, um die Ambitionen für nächstes Jahr für die Klimakonferenz zu erhöhen, damit das Pariser Abkommen weiterhin realistisch und nachvollziehbar tragen kann. Und gleichzeitig haben wir auch versucht, die über 300, 400 Projekte in einem Portfolio zusammenzufassen und nicht nur als Einzelprojekte durchzuführen. Deswegen ist UNDP heute mit seiner Climate Promise in 115 Ländern ein gefragter Partner bei der nationalen Klimastrategieentwicklung und Investitionen. Aber letztlich ist das, was im Augenblick die internationale und vor allem die multilaterale Entwicklungszusammenarbeit finanziert, aus Sicht der UN chronisch unterfinanziert. Es entspricht einfach nicht dessen, was man einerseits von den Organisationen erwartet. Siehe auf einmal eine Pandemie und die WHO soll Wunder vollbringen, obwohl sie über Jahre chronisch unterfinanziert ist. Und natürlich auch in ihrer eigenen organisatorischen Entwicklung sich nicht weiterentwickelt hat. Hier kommen Interessen zusammen und ich hoffe, dass gerade aus dieser Corona-Krise heraus nicht nur das Verständnis für die Bedeutung multilateraler Zusammenarbeit wächst, sondern dass auch die UN-Organisationen selber ihren Auftrag neu definieren und damit einem Steuerzahler in Deutschland nachvollziehbar zeigen können, wie wertvoll und wie effektiv diese Investitionen in gemeinsame Zusammenarbeit ist. Um nur noch mal zu verdeutlichen, für jeden Euro, den Deutschland an UNDP vergibt, oder sagen wir mal die 100 Millionen im Augenblick, dadurch werden weitere 4,9 Milliarden Dollar anderer Geber auch ermöglicht. Und das ist der Multiplikator. Auf einmal hat man eben nicht nur das, was Deutschland selber in einer Krise leisten kann, sondern man multipliziert es sofort mit Dutzenden von anderen Ländern und schafft einen Quantensprung in der Handlungsfähigkeit. Und das ist gerade bei Corona enorm wichtig gewesen. Nur ein kleines Beispiel. Als alle Flughäfen geschlossen haben, als überall die Lieferketten zusammenbrachen, haben wir mit WFP, dem Welternährungsprogramm, das ja gerade den Nobelfriedenspreis bekommen hat, eine Luftbrücke aufgestellt, die es vor allem den ärmsten armen Ländern ermöglicht hat, minimal Zugang zu Protective Equipment, zu den Ventilatoren zu bekommen, um einfach in diesem ersten Moment der Krise, wo solche Länder einfach vom Radar fallen, nicht vergessen zu werden. Und deswegen sind die Vereinten Nationen immer auch ein globales Sicherheitsnetz für die Länder, die vielleicht in dem Moment nicht selber handeln können. Aber ich bleibe dabei, wir müssen wieder zu einem Finanzierungsansatz kommen, wo das sogenannte Co-Financing in einem realistischen Verhältnis steht zu dem weiter gefächerten Projektfinanzierungsansatz. Ansonsten sind UN-Organisationen zum Scheitern verurteilt. Sie können nicht einerseits als systemische, strategische Organisationen bewertet werden und andererseits eine Finanzierung haben, die sehr wenig mit den verabschiedeten Strategien zu tun hat. Das ist unser Dilemma. Aber ich glaube, meine Erfahrung zeigt, es ist auch unsere Aufgabe, meine Aufgabe als Leiter von UNDP, ein Angebot zu machen an die Entwicklungsländer und an die Geberländer, die es uns ermöglicht, in Zukunft ein noch attraktiver Partner zu sein. Und was ausschlaggebend ist, auch für mich als Anzeichen, ist, dass gerade die sogenannten Middle-Income-Countries, wo die weit größte Zahl der Ärmsten der Armen lebt, das muss man auch noch einmal erwähnen. Wir sagen oft, Entwicklungszusammenarbeit sollte nur in den ärmsten Ländern stattfinden. Der Großteil der Ärmsten der Armen lebt nicht mehr in den ärmsten Ländern, sondern in Middle-Income-Countries. Und deswegen ist auch da unser Engagement wichtig. Und diese Länder finanzieren inzwischen ein Fünftel des Gesamtetats von UNDP aus ihren eigenen Mitteln, weil sie das Know-how und die Partnerschaft mit uns für wertvoll erachten.
Okay, danke, Herr Steiner. Herr Jäger, UNDP ist nicht alleiniger Akteur in dem System. Es gibt ein ganzes System der Vereinten Nationen. Allerdings spielt UNDP da eine zentrale Rolle, auch als Motor für Reform. Welchen Reformbedarf, welche auch über UNDPs Arbeit hinausreichende Vorstellungen bringen Sie mit ein, wohin Sie sich Reformen wünschen? Was hat Corona Ihnen gezeigt? Wo müssen wir hin? Dass wir die Entwicklungszusammenarbeit reformieren müssen, das wissen wir nicht erst seit Corona. Wir haben Gott sei Dank schon vor Corona angefangen, unsere Arbeit auf den Prüfstand zu stellen. Da gibt es übrigens eine sehr interessante Parallele. Achim Steiner hat eben geschildert, wie UNDP sich in den vergangenen Jahren strategisch weiterentwickelt hat. Wir haben in Deutschland, im BMZ, fast schon einen parallelen Prozess. Wir nannten das BMZ 2030, wo wir unsere Arbeit entsprechend den Aufgaben, die wir jetzt zu bewältigen haben, bewertet haben, auch kritisch selbst bewertet haben und entsprechend jetzt auch noch mal besser und effektiver aufgestellt haben. Das kommt jetzt mit Corona zusammen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, so eine Reform dann trotzdem weiter zu betreiben. Aber es gibt schon auch die ein oder anderen Beispiele, wo sich zeigt, dass es gut war, dass wir sie in Angriff genommen haben. Und insofern ist UNDP jenseits dessen, was UNDP vor Ort in den Partnerländern hinkriegt, für uns einfach ein sehr wichtiger strategischer Partner, weil es um die Frage geht, wie kann man in Zukunft Entwicklungsarbeit betreiben. Und ich habe die Accelerator Labs erwähnt, das ist aber nur ein Teil des Gesamtbildes. Da ist UNDP für uns ein sehr wichtiger Gesprächspartner. Und vielleicht, wenn ich mir den Vergleich erlauben darf mit anderen Organisationen, das World Ernährungsprogramm ist erwähnt worden, UNDP, weil zuständig für die Umsetzung der Agenda 2030 im Ganzen, hat da natürlich einen ganz eigenen strategischen Angang. Eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die auf ein spezielles Problem, auf in Anführungszeichen nur ein SDG zielt, kann da natürlich sehr viel operativer unterwegs sein. Wenn man es zur Aufgabe hat, das Gesamtbild im Auge zu haben, muss man natürlich auch strategischer denken. Weil Achim es angesprochen hat, will ich doch auch noch kurz was zur Finanzierung sagen. Er hat sehr recht. Wir haben natürlich ein latentes Spannungsverhältnis zwischen dem, was Kernfinanzierung, Core Funding ist, Kernbeiträge sind und auf der anderen Seite Projektmittel. Das wird sich nicht ganz auflösen lassen. Ich erkläre das an einem Beispiel. Wir haben vom Bundestag, vom Haushaltsgesetzgeber erhebliche Mittel bekommen, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Diese Mittel sind zweckgebunden. Und deshalb suchen wir natürlich Partner weltweit, um hier Projekte umsetzen zu können, arbeiten auch sehr intensiv mit UNDP und haben natürlich dann in dem Sinne gebundene Mittel. Ich teile aber absolut die Einschätzung von Achim Steiner. Wenn die Organisation der Vereinten Nationen nicht reine Durchführer sein sollen, und das sollen sie definitiv nicht sein, denn sie haben eine andere, eine wichtigere Aufgabe, dann brauchen sie finanziellen eigenen Spielraum und sie brauchen Kernbeiträge, sprich Gelder, die wir als Nationalstaaten, als Mitgliedstaaten der VN an die Organisation geben und über die sie frei verfügen können. Und das haben wir in Deutschland massiv hochgefahren. Wir haben über die vergangenen Jahre, Jahr für Jahr, BMZ, aber auch das Auswärtige Amt, deutlich über 400 Millionen an UNDP gegeben. Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal in der Situation, dass wir echte Kernbeiträge haben in Höhe von 110 Millionen Euro.
Das ist ein Verhältnis, ein Mischungsverhältnis, wie vermutlich ganz wenige andere Länder auf der Welt es haben. Und das ist natürlich genau die finanzielle Grundlage, die eine Organisation wie UNDP braucht, um autonom und eigenverantwortlich agieren zu können. Das ist ein Weg, den wir auch weitergehen wollen. Ich kann jetzt noch nichts Abschließendes sagen zu 2021 und der finanziellen Ausstattung, weil wir diese und nächste Woche die Schlussberatung im Bundestag haben zum Haushalt. Und es sind die Haushälter, es sind die Abgeordneten, die hier das letzte Wort sprechen. Ich sage nur einfach mal, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das gute Niveau der Zusammenarbeit mit UNDP halten können und das auch weiter durch einen substanziellen Kernbeitrag zum Ausdruck kommen wird, wie sehr wir UNDP und die Zusammenarbeit mit UNDP wertschätzen. Dankeschön. Damit haben Sie auch gleich schon Fragen aus dem Publikum beantwortet. Wir haben hier sehr konkrete Fragen, auch nochmal genau zu der Kernfinanzierung und den Non-Core-Beiträgen, die bei 86% lagen. Wir haben auch schon Fragen zu den Reformen und dem Fortgang der Reform. Ich würde jetzt gerne zu den ganz konkreten, aktuellen Fragen kommen, die sich vor allem mit Corona beschäftigen. Wir haben eine Frage im Chat zu den aktuellen Impfkampagnen, den Covid-19-Impfkampagnen. Inwiefern arbeiten Sie da mit dem Gesundheitsministerium und der WHO zusammen? Wie funktioniert das? Herr Jäger vielleicht und dann Herr Steiner. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Wir haben von Anfang an in der Krise nicht nur eine nationale Staatssekretärsrunde gehabt, die nationale Maßnahmen diskutiert, sondern wir hatten von Beginn an auch eine Staatssekretärsrunde, die sich mit den internationalen Fragestellungen beschäftigt. Da sind fast alle Ressorts vertreten. Eine wichtige Rolle spielt natürlich das Gesundheitsministerium, das Auswärtige Amt, Finanzministerium, BMZ, aber auch viele andere Innenministerien sind beteiligt. Das zielt im Augenblick vor allem auf COVAX. Das ist die große Dachinitiative, wo es darum geht, wie finanzieren wir für Entwicklungsländer kommende Impfstoffe, wo es aber auch darum geht, überhaupt eine Grundlage zur Abnahme von kommenden Impfstoffen zu schaffen und da international eine Arbeitsteilung zu betreiben und diese Impfstoffe überhaupt erst im Markt verfügbar zu machen. Da sind wir dran. Da stellt sich im Augenblick ganz konkret natürlich jetzt vor allem eine Frage. Und das ist die, wenn es denn jetzt in absehbarer Zeit, also in Monaten, Impfstoffe zur Verfügung gibt, wie schaffen wir es, dass auch geimpft werden kann? Das stellt Gesundheitssysteme wie bei uns vor große Herausforderungen und man kann sich leicht vorstellen, was das in vielen Ländern des globalen Südens bedeutet. Und wir sind im Augenblick sehr intensiv damit beschäftigt, diese Dinge zu diskutieren. Da haben wir wichtige Partner. Da kommen dann auch Spezialeinrichtungen zum Zug, wie der Global Fund oder Gavi, ganz klar. Das muss jetzt geleistet werden. Und ich sage schon jetzt vorher, da werden all die internationalen Organisationen, die weit verzweigte Strukturen vor Ort haben, eine sehr wichtige Rolle spielen. Das, was Achim Steiner eben beschrieben hat, mit dieser Luftbrücke, die am Anfang ja wirklich beeindruckend funktioniert hat und das Einzige war, was da war, so werden wir all diese Organisationen in dem Zusammenhang wiedersehen. Okay. Herr Steiner, gerne auch nochmal dazu, wie das Zusammenspiel aus Ihrer Sicht ist, aber dann noch mit der Zusatzfrage im Anschluss zu den geschlechtsspezifischen Auswirkungen, also den Auswirkungen, die Covid-19 auf Frauen und Mädchen hat. Inwiefern nehmen Sie das im Blick und was können Sie insbesondere im Hinblick auf geschlechtsspezifische Gewalt und die Zunahme der Gewalt dazu beitragen?
Vielleicht ganz kurz noch in Ergänzung zu der Frage Impfstoffe. Ich glaube, da kommt gerade das, was ja für mich so wunderbar an der UN-Familie ist. Wir haben für alle großen Themen eine Sonderorganisation und trotzdem sind wir eingebettet in eine UN-Familie. Und ich glaube, gerade das hat sich in den letzten Monaten ja wieder als eine enorme Ressource auch bewiesen. Die Weltgesundheitsorganisation, trotz aller Fragen und Kritik, ist für uns und letztlich für fast alle Länder der Welt Dreh- und Angelpunkt bei der Koordination zu dieser Frage Impfstoffe. Und natürlich ist das erst einmal ein gesundheitspolitisches Thema, aber es wird sehr schnell zu einem logistischen Thema und auch zu einer Herausforderung für Regierungen und Staaten, wie sie Menschen erreichen können. Wer hat Priorität? Wie kann das Gesundheitssystem die Kühlkette sicherstellen? In welcher Form wird die Finanzierung dieser Impfstoffe, der Kauf auch ermöglicht? Und hier arbeiten wir eben sehr eng zusammen, gerade bei Impfstoffen mit WHO, UNICEF, aber auch Global Fund und Weltbank zum Beispiel und UNDP mit seiner sehr starken logistischen Präsenz auch in den einzelnen Ländern. Wir sind heute schon beim Global Fund einer der größten Umsetzungspartner, wenn es darum geht, Antiretrovirals zu verteilen. Wir kombinieren das dann mit einer Entwicklungszusammenarbeit, um Gesundheitsinfrastruktur gleichzeitig weiterzuentwickeln. Und nur um noch ein Beispiel zu geben, in vielen Gesundheitsstationen weltweit inzwischen Solaranlagen mit in dieses Paket zu bringen, damit erst einmal die Kühllogistik gesichert ist, aber zweitens eben auch die modernen erneuerbaren Energien in ländlichen Regionen einzubringen. Das sind Beispiele, wie man durch Vernetzung eben sehr viel mehr leisten kann. Zu der Frage geschlechtsspezifische Realität in dieser Corona-Krise. Es ist sehr ernüchternd. Wir haben ja in über 130 Ländern diese Socioeconomic Assessments durchgeführt. Und was sehr deutlich wurde, ist sehr ernüchternd. Es ist im Grunde auch sehr deprimierend. Zum einen die Gewalt gegenüber Frauen, schätzungsweise natürlich durch diese Lockdowns enorm gewachsen. Die Schätzung mit unseren Schwesterorganisationen UN Women und UNFPA deuten auf über 30% Zunahme von Gewalt. Und das ist nicht ein Phänomen sogenannten Entwicklungsländer, sondern weltweit. Und dieses erst einmal zu bekämpfen, ist Teil unserer Arbeit, vor allem mit der Öffentlichkeit zu arbeiten, Regierungen auch dazu zu motivieren, dieses Thema nicht zu ignorieren, sondern es ist in die öffentliche Diskussion zu tragen, um es einfach schwieriger zu machen. Aber dann auch bei Justiz, bei Polizei und anderen Sensibilisierungsarbeit zu leisten, damit diese Themen aufgegriffen werden. Zweitens, die ökonomische Konsequenz ist natürlich in vielen Ländern für Frauen noch einmal, ja, man kann fast sagen, doppelt so schwer, weil sie haben einerseits viele ihren Lebensunterhalt im informellen Sektor verdient. Man muss daran denken, dass in vielen Entwicklungsländern, vor allem den ärmeren, 80-90% der sogenannten Arbeitsplätze oder des Einkommens, das man verdient, im informellen Sektor verdient wird. Wenn eine Wirtschaft nicht mehr funktioniert, verlieren diese Menschen, vor allem diese Frauen, jedwede Möglichkeit, überhaupt einen Verdienst zu haben. Die sozialen Sicherungssysteme sind nur im Ansatz in vielen dieser Ländern vorhanden. Wir schätzen, dass fast 50% der Weltbevölkerung zurzeit ohne soziale Sicherungsnetze lebt. Das heißt, da gibt es keine Krankenversicherung, kein Arbeitslosengeld, keine Sozialhilfe. Wirtschaft geschlossen, alles ist aus. Und genau deswegen hat UNDP ja auch diesen Vorschlag zu einem zeitlich befristeten Grundeinkommen vorgelegt, weil genau das ja in unseren eigenen Ländern de facto den Menschen ermöglicht, diese Krise zu bewältigen. Aber leider in vielen Entwicklungsländern eben fast nicht finanzierbar ist, wenn wir nicht zum Beispiel die Schuldenproblematik angehen. Wir haben sie noch nicht angesprochen, aber ich möchte nur zwei Zahlen nennen. In diesem Jahr alleine müssen Entwicklungsländer über 374 Milliarden Schuldentilgungen und Zinszahlungen leisten. 374 Milliarden. Genau deswegen ist die G20 auch aufgerufen, was der Generalsekretär immer wieder sagt, sich mit diesem Thema Schulden aktiv zu befassen. Das, was bis jetzt geleistet wurde, sind nur Ansätze. Und noch einmal, der G20-Gipfel wird die Verlängerung dieser Debt Standstill, Service Standstill Initiative noch einmal verabschieden. Aber nur um mal das Verhältnis darzustellen. Maximal hat diese Debt Service Standstill Initiative das Potenzial, 22 Milliarden Schuldentilgung und Zahlungen zu reduzieren von 375 Milliarden. Das heißt, die Handlungsfähigkeit auch bei geschlechtsspezifischen oder bei armutsspezifischen Ansätzen ist im Augenblick in vielen dieser Entwicklungsländern einfach fiskalmäßig nicht machbar. Und das ist tragisch.
Das knüpft vielleicht in gewisser Weise an die eine Frage, die wir hier auch haben, nochmal zu weiteren Ungleichheiten und dem Digital Divide, also der Frage, wie sehr auch Corona nochmal gezeigt hat, wie weit da Entwicklungsländer und andere Länder eventuell auseinanderliegen. Herr Jäger, was sehen Sie für Möglichkeiten? Wo können UNDP und die Bundesregierung zusammenarbeiten, um diese Kluft zu überwinden? Das, was Sie da ansprechen, Stichwort Digital Divide, ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Damit waren wir schon konfrontiert vor Corona. Das hat sich jetzt in der Krise nochmals verschärft, denn es hat sich bei uns gezeigt, dass viele wirtschaftliche Folgen der Krise leichter abzufedern sind, indem man zum Beispiel von zu Hause aus arbeitet, wenn man die entsprechende Ausstattung hat. Das ist aber in vielen Entwicklungsländern keine reale Möglichkeit. Wenn Sie im informellen Sektor Ihr Brot verdienen müssen, wenn Sie auf der Straße buchstäblich Ihren Lebensunterhalt erarbeiten müssen, im direkten Kontakt, im Handel mit Menschen, dann haben Sie da große Schwierigkeiten. Und das ist dann auch nicht so ohne weiteres zu kompensieren, wie wir jetzt erlebt haben. Deshalb sind ja die sozialen Folgen dieser Krise, auch durch örtliche Lockdowns natürlich verschärft, so überaus gravierend. Das heißt, wir werden da gemeinsam mit UNDP unsere Anstrengungen verstärken, das ein Stück weit zu korrigieren. Wir können jetzt aber nicht einfach das, was wir in Europa oder in Nordamerika haben, eins zu eins übertragen. Ja. Das muss auf die örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse angepasst sein. Und einer der Schlüsse, die wir jetzt im BMZ aus Corona gezogen haben, ist, dass wir ein Projekt, was wir schon seit längerem in der Planung haben, eine Bildungscloud für Afrika, dass wir das jetzt massiv pushen, um Zugänge zu Bildungsinhalten und digitale Unterstützung anzubieten für ganz Afrika. Das ist etwas, was jetzt noch am Anfang steht. Aber da glauben wir, dass wir unterstützt und in Zusammenarbeit mit Angeboten, die es ohnehin schon gibt, Stichwort Plattform, aber natürlich auch mit im Rückgriff oder in der Zusammenarbeit mit Organisationen wie UNDP Dinge voranbringen können. Davon darf man sich, das muss man realistisch sehen, jetzt kurzfristig keine Wunder erwarten. Aber Sie haben völlig recht mit Ihrer Frage. Wir dürfen jetzt nicht nur aktuelle Krisenbewältigung im Blick haben, sondern wir müssen jetzt auch schon längerfristig denken. Und vielleicht gibt es dann auch die ein oder andere Sache, wo diese Krise für uns der Ausgangspunkt ist für eine perspektivisch längerfristige Entwicklung. Digitalisierung ist ein Beispiel, nachhaltiger Wiederaufbau ist ein anderes. Darf ich kurz dazu noch was sagen? Genau, darf ich Ihnen noch eine Sache gleich mitgeben, damit wir den Sprung noch schaffen? Wir haben nur noch wenige Minuten, wir haben sehr viele Fragen. Ich würde deswegen gleich eine Frage anschließen, aber natürlich würde mich das auch interessieren, was Sie dazu sagen. Ich würde dann gerne gleich zu den Krisenländern, Konfliktregionen kommen, welche gemeinsamen Prioritäten Sie da haben und sehen und in den folgenden Tagen diskutieren würden. Aber natürlich, Herr Steiner, erstmal nochmal zu dem Thema Digitales. Ja, ich glaube, wir erleben gerade in dieser Corona-Krise etwas Erstaunliches, nämlich dass vieles von dem, was wir sozusagen in der Zukunft gesehen haben, was Digitalisierung potenziell ermöglicht, in welche Richtung auch unsere Wirtschaft insgesamt sich entwickeln wird mit digitaler Technologie, all das, würde ich sagen, ist in den letzten 10 Monaten und 5 Jahre schneller geworden. Das heißt, die Zukunft ist sozusagen in dem Heute angekommen und Digitalisierung ist kein Allheilmittel, da stimme ich auch Herrn Jäger völlig zu. Es ist aber in vieler Hinsicht eine Revolution, die sich abzeichnet. Und wir erleben das, und ich nenne ganz kurz 3 Beispiele nur, zum Beispiel in Indien, um nochmal auf Impfstoffe zu kommen. Wir arbeiten seit einigen Jahren mit Indien zusammen an einem Programm, das sich mit Smartphones oder Handys versucht, bis in die letzten Dörfer die Kühlkette und die Lieferkette von Impfstoffen
zu verfolgen und damit auch die Bestände regulär zu verfolgen, damit man sofort auch die Impfstoffe wieder in diese oft weit entfernten Dörfer bringen kann, bevor die Frist abläuft für die zweite Impfung zum Beispiel, was ja sehr oft ein Problem ist bei den Impfkampagnen. Mit Ihnen gemeinsam exportieren wir inzwischen diese Software, diese Plattform an viele andere Entwicklungsländer, weil sie sehr interessiert sind. Es ist sehr kostengünstig und sehr effektiv als eine Art Management-Tool für ein Gesundheitssystem. Zweites Beispiel, um nur in die Nachbarschaft zu gehen, von Indien, Bangladesch. Bangladesch hat eine Access to Information-Initiative seit 10 Jahren gegründet. UNDP war mit Partner von Anfang an. Heute haben sie in Bangladesch für jeden Bangladeschi eine Digitalstation, nicht weiter entfernt als 5 Meilen, also vielleicht 6,5, 7 Kilometer entfernt, wo sie ganz grundlegende Dinge für sich durchführen können, die früher eine Reise in die entweder Bezirkshauptstadt oder in die Hauptstadt selber gebraucht hat, 3, 4 Tage, um eine Geburtsurkunde, ein Landbesitzzertifikat zu bekommen. Digitalisierung ist inzwischen in Bangladesch etwas, was den Menschen Milliarden von Dollar und wirklich auch Hunderttausende von Arbeitstagen spart. Und gleichzeitig haben wir in der Corona-Krise, weil es in diesem Land inzwischen eine digitale Infrastruktur gibt, die Möglichkeit gehabt, eine Telemedizin-Plattform aufzubauen, die innerhalb von wenigen Tagen über 300.000 Menschen Zugang zu medizinischer Beratung ermöglichte, wo sie überhaupt keine Möglichkeit hätten, ansonsten bei Corona sich einen Rat zu holen. Kurz nach Nairobi schauen, eine Frau, die morgens auf dem Großmarkt Gemüse einkauft und dann in ihrem Dorf auf dem Markt zu verkaufen, kann sich heute per Handy einen Kleinkredit innerhalb weniger Sekunden besorgen, kauft sich das Gemüse, geht in ihr Dorf, verkauft es und zahlt abends diesen Kleinkredit zurück. Artificial Intelligence at Work. Inclusive Finance ist ein weiteres Beispiel. Und ich glaube, für uns in UNDP, wir haben vor 1,5 Jahren begonnen, das war ein Element der Zukunft der EZ, in das ich investiert habe mit meinem Team. Und wir sind fester Überzeugung, dass dies unsere Arbeit in vieler Hinsicht verändern wird. Zum einen, es ist nicht immer zum Besseren. Ich sage das Gleiche, es gibt viele Risiken, auch mit Digitalisierung. Aber das Potenzial ist enorm und Digitalisierung wird kommen. Und wenn wir sicherstellen wollen, dass es nicht zu einem Multiplikator für Ungleichheit wird, dann müssen wir den Menschen, auch gerade in Entwicklungsländern, den Ärmsten der Armen ermöglichen, in diese Zukunft einzusteigen. Und auch hier ist das Beispiel Indiens. In den nächsten 1.000 Tagen 450.000 Dörfer, das ist die Ankündigung, an das Glasfasernetz des Landes anzuhängen. Ein Beispiel dafür, mit welcher Kraft Länder jetzt in diese Richtung gehen. Ganz kurz zu Krisenländern, ein Bereich, der die Arbeit von UNDP stark prägt. Wir sind gerade in den Krisenländern oft mit als Rückgrat der internationalen Gemeinschaft, zusammen mit UNHCR, dem Flüchtlingsprogramm, dem Welternährungsprogramm und UNICEF, um in diesen Konfliktländern oder auch nach Naturkatastrophen wieder Entwicklung zu ermöglichen, die sogenannte Recovery zu ermöglichen, dadurch auch friedensbildend zu wirken. Und hier möchte ich auch noch einmal die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt erwähnen. Gerade im Irak hatten wir mit dem Stabilisierungsprogramm, ich glaube, gemeinsam eine erstaunliche Erfahrung, dass wir innerhalb weniger Tage nach der Befreiung vieler dieser Städte damals unter tragischen Umständen mit 6 Millionen internen Flüchtlingen im Irak es geschafft haben, innerhalb von 6 Monaten 4,5 Millionen wieder an ihre Heimatorte zurückzubringen, sie durch Wiederaufbauprogramme mit Arbeitsplätzen zu versorgen, mit lokalen Institutionen zu arbeiten. Und durch diese Zusammenarbeit Irak, UNDP, Bundesregierung und dann eine Reihe von internationalen Gebern in kürzester Zeit 5.000 Projekte und 1 Milliarde Dollar für den Wiederaufbau bereitgestellt haben. Das klingt erstmal nach viel, aber wenn man die Zerstörung sieht, versteht man warum. Und dann muss man sich überlegen, wenn diese Menschen ihre Lebenschance nicht mehr bekommen hätten, dann wären sie heute Flüchtlinge und würden ein Zigfaches an Milliarden kosten, nicht nur im Sinne der Versorgung, sondern eben auch die ganzen politischen Konsequenzen. Deswegen ist auch gerade die Arbeit in Krisenregionen ein zentrales Element der Deutsch-UN-Zusammenarbeit. Und UNDP ist ein kritischer Bestandteil, glaube ich, auch der deutschen Strategie, hier gerade die Vereinten Nationen in ihrer Vielfalt zu nutzen. Und warum wir auch eine so zentrale Rolle spielen in diesen humanitären und Krisensituationen, ist, dass letztlich humanitäre Hilfe Leben rettet. Aber es kann nicht die
Auslöser der Konflikte lösen. Es ist auch nicht die Investition in zukünftige Entwicklungen. Deswegen ist UNDP in einem sehr engen Arbeitsverhältnis mit unseren humanitären Organisationen, auch dem Internationalen Roten Kreuz und anderen in diesen Ländern tätig, weil wir immer mit der Perspektive arbeiten, wie helfen wir Menschen, die Auslöser für den Konflikt anzugehen und vor allem Entwicklung wieder zu ermöglichen. Ein vielleicht hochrelevantes Beispiel haben wir ist Jemen, eine Tragödie ohnegleichen in vieler Hinsicht seit vielen Jahren. Und wir versuchen selbst inmitten dieser Kampfhandlung und einer Corona-Krise weiter vor Ort tätig zu sein. Und das noch einmal zur Erinnerung, um auch meinen Mitarbeitern etwas Lob heute auszusprechen. Wir haben in keinem Land unsere Büros geschlossen. Diese Corona-Krise ist sehr, sehr schwierig. Wir haben eine ganze Reihe von Mitarbeitern inzwischen verloren. Sie sind gestorben im Einsatz. Aber das ist auch sozusagen das, was das Versprechen der Vereinten Nationen an die Weltgemeinschaft ist. Herr Jäger, auch von Ihnen gerne nochmal die Prioritäten, die Sie setzen in Krisenländern gemeinsam mit UNDP und das aber auch schon wieder verbunden, weil die Stunde rasend schnell vorbeiging, ohne dass wir wirklich alle Fragen, die Sie ja auch aufgeworfen haben, beantworten konnten. Aber vielleicht abschließend nochmal mit Ihrer Einschätzung, was müssen wir tun, um auch das ganze UN-System für die Zukunft zu rüsten? Wir haben nicht nur eine Herausforderung durch Corona, sondern eine Welt aus den Fugen und vieles anderes. Wo sehen Sie die Dinge, die wir gemeinsam tun müssen, die Sie auch mit einem Partner wie UNDP angehen müssen, um in Zukunft international all diese Herausforderungen, die wir gerade nur angerissen haben, zu bekämpfen? Ja, das sind typische Fragen, die man in anderthalb Minuten beantworten kann. ich fange an mit den Krisenländern. Achim Steiner hat sehr zu Recht gesagt, humanitäre Hilfe rettet Leben. Entwicklungszusammenarbeit eröffnet Lebensperspektiven. Und das ist der Ansatz, den wir verfolgen, auch in Krisenregionen. Zwei Beispiele, das von Achim Steiner erwähnte Irak. Dort haben wir über die KfW UNDP finanziert und möglich gemacht, den Wiederaufbau von öffentlicher Infrastruktur, soziale Basisdienstleistungen auf den Weg gebracht. Ich habe mir das selber auch anschauen können in Mosul. Sehr beeindruckend, in einer völlig zerstörten Stadt diese Arbeiten zu sehen. Und kann da nur ein großes Kompliment sagen an das, was UNDP da leistet. Es gäbe viele weitere Beispiele, etwa im Sahel, wo wir schon gemeinsam unterwegs sind. Wo soll das große VN-System hin? Da will ich jetzt nicht viel zu sagen. Mir ist nur eines wichtig, dass das System der Entwicklungszusammenarbeit, Development, sich in eine gute Richtung entwickelt. Und hier sehe ich UNDP in einer Schlüsselfunktion. Denn diese Verantwortlichkeit für die Realisierung der SDG-Agenda, der Agenda 2030, das ist eine echte Schlüsselfunktion und das muss sich und das bildet sich dann auch ab in der Organisation und ich glaube, das Lob will ich mir jetzt nicht verkneifen am Ende, was Achim Steiner da in den vergangenen Jahren gelungen ist. Diesem großen Tanker UNDP, das haben wir jetzt ja vielfach gehört, das ist keine kleine Organisation, es ist eine weltweit verzweigte, überall präsente Organisation, in der Sache neu auszurichten, den Beschäftigten dort Motivation zu geben und eine Perspektive zu geben. Das ist zentral wichtig und das ist, glaube ich, in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut gelungen. Und deshalb ist UNDP für uns ein Prime-Partner und wir arbeiten sehr gerne mit UNDP. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Steiner, wir haben noch eine kurze Minute, hoffe ich doch. Wir sind knapp über die Zeit, aber ich würde doch gerne auch noch Ihnen das Schlusswort lassen, nochmal zu sagen, was braucht es aus Ihrer Sicht, um den Tanker auf Kurs zu halten? Was braucht UNDP? Was braucht vielleicht das ganze VN-System aus Ihrer Sicht am dringendsten? Was können wir tun, um Ihnen Rückenwind zu verschaffen mit Ihrem Tanker?
Ich glaube, um da zu enden, wo wir begonnen haben, Entwicklungszusammenarbeit in unserem Zeitalter ist vor allem die Herausforderung, mit Komplexität umzugehen. Deswegen auch systemische Ansätze, auch die Agenda 2030. Das sind nicht nur 17 Einzelziele. Dahinter steht die Erkenntnis einer gegenseitigen Abhängigkeit erst einmal als Länder dieser Erde, aber eben auch, dass Einzelansätze Entwicklung letztlich in unserer komplexen Zeit nicht adäquat lösen können. Und genau darin sehe ich auch den Wert einer Organisation, die sich die Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen nennt und auch das Mandat hat, das ja Martin Jäger mehrmals angesprochen hat, nämlich Fäden zusammenzuführen, einer Regierung zu ermöglichen, die ja nicht danach handelt, Montag ist Gesundheit, Dienstag ist Verteidigung, Mittwoch ist Industrie, sondern jeden Tag im Kabinett, im Parlament Entscheidungen treffen muss, wo Haushalte, nationale Politik, letztlich die Entscheidung, retten wir unsere nationale Fluggesellschaft oder nehmen wir das Geld, um 1 Million informelle Arbeitsplätze zu sichern im Klein- und Mittelindustriebereich. Das sind die Entscheidungen, mit denen wir heute handeln müssen. Komplexität, systemische Ansätze, Risiken, die in der Form in der Vergangenheit einfach nicht bestanden haben. Und deswegen muss eine Organisation wie UNDP diese Herausforderung annehmen und sich relevant in jedem einzelnen Land auch darstellen und vor allem wertvolle Zusammenarbeit anzubieten. Aber wo ich enden möchte, ist mit einem Dank letztlich an unsere Bundesbürger und Bundesbürgerinnen. Sie sind die Steuerzahler. Sie sind diejenigen, die nicht nur in diesem Augenblick Solidarität für die Schwächeren in unserem eigenen Land praktizieren. Sie ermöglichen durch ihre Solidarität und durch ihr Verständnis, was es bedeutet, arm zu sein und gefährdet zu sein in einem anderen Land, auch eine Zusammenarbeit, die in dieser Form im 21. Jahrhundert Voraussetzung dafür ist, dass wir nicht auseinanderfallen als Weltgemeinschaft. Und meine größte Hoffnung und mein Ansporn ist es, immer wieder zu versuchen, den Wert und auch die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit nachvollziehbar zu machen. Und Projektberichte sind nicht die Form dazu. Und deswegen auch mit dem BMZ, der Bundesregierung, mit vielen unseren Gebern, bin ich immer wieder in der Diskussion, wie können wir diese Wahrnehmung, das Verständnis und die Nachvollziehbarkeit von Entwicklungszusammenarbeit für die Öffentlichkeit besser darstellen. Ohne das verlieren wir das Vertrauen, aber auch den Glauben unserer Öffentlichkeit. Und sie sind letztlich diejenigen, die entscheiden, ob sie dieses für wertvoll achten oder nicht. Und das ist auch eine Aufgabe für jemanden, der das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen leitet. Ich sehe das als meine Aufgabe an. Ja, danke, Herr Steiner. Auch im Kleinen ist das unsere Aufgabe bei uns bei der DGVN. Ich danke Ihnen beiden heute sehr herzlich für Ihre Zeit, für die Einblicke und für die Ausblicke. Es ging rasend schnell. Wir haben noch sehr viele Fragen. Das zeigt nur, dass der Bedarf an diesen Gesprächen auch in der Öffentlichkeit sehr groß ist. Und ich würde mich freuen, wenn sich das in irgendeiner Weise fortsetzen ließe. Für den Moment wünsche ich Ihnen beiden und allen Beteiligten viel Erfolg für die anstehenden Gespräche. Vielen Dank an Sie und an alle Mitwirkenden und einen schönen Nachmittag oder morgen noch. Auf jeden Fall verabschiede ich mich und bedanke mich ganz herzlich. Auf Wiedersehen. Auch Ihnen einen herzlichen Dank und auch an die DGVN. Sie sind sozusagen unser Partner genau in diesem Gespräch mit Deutschland. Von daher ein herzliches Dankeschön auch an all das, was Sie und Ihre Kollegen und Mitarbeiter und Unterstützer jeden Tag mit dazu beitragen. Tschüss. Vielen Dank, Herr Steiner. Auf Dank. Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.